Herr Sommer, wir sind jetzt hier bei ganz vielen süßen kleinen Ferkeln. Ja, also wir sind hier an unserem neu gebauten Ferkelaufzuchtstall. Die Ferkel sind jetzt gestern von der Muttersau abgesetzt worden. Die haben hier jetzt erhöhte Wärmebedarf. Also in dem Stall haben wir jetzt hier 28 Grad unter dem Deckel. Das ist also mit warmem Wasser beheizt, damit die Ferkel hier jetzt eine gute Start in ihr neuen Lebensabschnitt bekommen. Ne? Also haben wir eine beheizte Liegefläche, hier ein Futterautomat, wo mehrmals täglich immer kleine Futtermenge dosiert wäre, genauso wie die Tiere sich das wünschen. Habe hier ein gestaltete Boden mit Kunststoff und Beton, wo also besonders tiergerecht ist. Der Stall wird auch noch der neuen Tierschutznorm gebaut, also 20% mehr Platz. Und ja, die Tiere fühlen sich wohl hier und die gedeihen auch sehr gut. Jetzt zeigt dann, dass wir den neuen Stall haben mit Lüftung, mit optimaler Lüftung und Fütterung. Und ja, macht richtig Spaß hier. Die Durox zeichnen sich durch eine besonders gute Fleischqualität aus. Sind nicht ganz so mager, aber haben durchwachsenes, also gut marmoriertes Fleisch, was sehr schmackhaft ist. Ne? Das wird auch manchmal als Gourmetfleisch bezeichnet. Nur vom Absatz her braucht man spezielle Abnehmer, wo die Tiere dann auch sucht. Ne? Also für den normalen Verkauf wäre sie nicht so honoriert. Wenn jetzt ein Metzger Interesse hat, bei so vielfältigen Schweinesorten bei Ihnen vorbeizukommen, was haben Sie für Schweine, was für Fleisch oder wie nennen Sie das in Ihrer Fachsprache? Also wir züchten vor allem die Rasse Piet Renn. Die sind ausgezeichnet durch eine hervorragende Fleischfülle, sind sehr mager und vor allem für Metzger sind die eigentlich sehr begehrt. Jetzt sind sie schon neugierig und wollen wissen, was hier vor sich geht. Ja, also auf Hygiene legen wir besonderen Wert. Wir wollen eine gesunde Aufzucht, aus diesem Grund auch diese altersgetrennten Stallabteile, wo dann im Rhein raus gefahren werden. Also hier wurde vorher gereinigt und desinfiziert, und damit die Tiere eine gesunde Stadt haben und damit auch keine Krankheiten auftreten können. Und Medikamente wollen wir halt vermeiden, so gut es geht. Und wir sind auch so weit, dass wir eigentlich im Maschbereich keine Antibiotika oder so verwenden müssen. Es geht aber nur über strenges Hygienemanagement. Also, so viel leckere Steaks. Ja. Und viele verschiedene Klassen und Rassen. Und die knabbern an meinem Anzug. Alles klar, gut. Vielen herzlichen Dank, dass ich auch mal hier rein durfte. Also ich bin Manfred Sommer. Wir sind hier ein Familienbetrieb in Dielheim-Unterhof. Wir sind ein spezialisierter Schweinezuchtbetrieb. Der Betrieb wird bewirtschaftet von mir, meinem Sohn Andreas und meiner Frau. Wir züchten Schweine im geschlossenen System. Das heißt, alle Ferkel werden bei uns geboren und aufgezogen. Wir legen besonderen Wert auf eine gute Hygiene und eine gesunde Aufzucht. Und
sind auch ein spezieller Seher, der Zuchtbetrieb, der noch Zuchteber vermarktet. Alle Tiere, die nicht in die Zucht gehen, werden als Mastschweine verkauft, werden im Schlachthof Mannheim geschlachtet. Und natürlich werden wir auch gerne noch Metzger an uns binden, die dann direkt Schweine von uns erwerben wollen. Wir werden das veröffentlichen und werden auch dadurch den Metzgereien mitteilen: Hallo, schaut mal her, hier gibt es die Familie Sommer. Also wir sind auch an einer regionalen Vermarktung sehr interessiert. Ich denke, das ist auch das, was die Verbraucher heute wollen. Sie wollen wissen, wo kommt das Fleisch her, wie werden die Tiere gehalten, und daran arbeiten wir. Wir sind auch ständig am Verbessern des Tierwohls in unseren Stallungen. Wir haben verschiedene Umbau- und Neubaumaßnahmen die letzten Jahre gemacht und werden auch dies weiterhin tun. Nur muss auch dann entsprechend über den Erlös etwas zurückkommen, um diese ganzen Sache entsprechend finanzieren zu können. Manfred und Andreas Sommer GbR, Sommerhof in 69234 Dielheim Unterhof. Telefon wäre die 06222 72878.